weitere 8000 US-Soldaten in Osttimor angekommen. Im größten Militärgeheimdienst ließ verlauten, dass der Dara Dandoa-Führer Suhadi Sadonu nicht nur für die Geiselnahme in der US-Botschaft von Dili am 28. März verantwortlich, sondern auch persönlich. Unter der Leitung von Abraham Sarkissi, welche die für die georgische Propagandakrise entwickelten Programme entschlüsseln sollte, wurde von der UNO als Erfolg. Sporadische Gefechte mit Dara Dandoa-Kämpfern an der Grenze zu Osttimor. Verluste auf amerikanischer... Was sag ich da? Verluste auf amerikanischer? Naja. Was denken Sie? Die Welt ist klein, gemein und gnadenlos. Und jeder stirbt einsam. Und was halten Sie von Norman Saw? Er ist klein, gemein und gnadenlos. Ich schätze, es liegt an ihm, wie er stirbt. Ich glaube nicht, dass Saw selbst weiß, ob er noch für die CIA arbeitet oder nicht. Ich habe gute Menschenkenntnis. Deshalb verstehen wir uns wohl so gut. Hesperia Bahngestell, Bahngesellschaft, Paris nach Nizza, Frankreich. 2. April 2006, 21.52 Uhr. Treffen mit Norman Saus. Norman Saus, ein Agent der 90er Jahre, von der CIA angeworbene Agent, wurde in einem Schnellzug nach Hesperia Bahngesellschaft auf dem Weg nach Nizza ausgemacht. Er befindet sich in Begleitung einer Gruppe französisch-syrischer Söldner. Finden Sie Saus und bringen Sie ihn in Erfahrung, ob er nach wie vor für die CIA arbeitet oder ins feindliche Lager übergelaufen ist. Und los geht's. Oh Gott. Erstmal ein Safe. Oh ja. Ich schon wieder Züge. Ich mag Züge. Ich mag Züge. Hey, das ist unser Abholdienst. Cool. So, Mission gescheitert wegen übergroßer Dämlichkeit oder Dämlichkeitswort, ey. Ich kann auf den anderen Zug eigentlich draufspringen. Wäre eigentlich eine lustige Idee. So, erstmal schauen, was ist hier unten. Fahrräder. Na toll, die helfen uns auf einem Zug nicht weiter. Dieses Level hat in sich. Wir dürfen nicht entdeckt werden. Sieht so aus, als seist du in Position. Soth ist nach wie vor dein einziges Ziel. Du musst mit ihm allein sprechen. Die Agency hat Tonnen von Daten über ihn, aber die Geschichte dieses Mannes ist voller Unbekannter. Niemand weiß, ob er für die Staaten arbeitet oder Terrorist ist. Das eine schließt das andere nicht aus. Sehr witzig. Vorläufig behandeln wir ihn als einen der unseren. Lass also seine Tarnung nicht auffliegen. Der kleinste Alarm und die Mission ist vorüber. Wenn Soth dich als Erster entdeckt, ebenfalls. Tu nichts, was ihn kompromittieren könnte. Ich darf ihn also auch nicht töten? Ja, lass ihn bitte am Leben. Weitere Infos auf dem Opset. Na gut. Also, wir müssen ganz leise sein. Kein Mucks. Ich sagte kein Mucks. Böser Hund. Ah, was ist denn hier hinter diesem Waggon? Waggon, da kann ich jetzt schlecht sagen, hinter dieser Tür. Ein Waggon, ah, verstehe, okay. So, was ist denn in diesem Waggon? Sieht aus wie so ein Lager. Und? Ah, Helligkeit. So, wir dürfen nicht entdeckt werden. Wir müssen daher sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Ich frag mich gerade, ob wir töten dürfen. Was ist denn hier? Ah, verstehe. Okay, ein paar Gleise. Klettern wir mal nach unten. Kann ja nicht schaden, ne? Schnell nach unten! Schnell! Fuck! Was los? Sam! Verdammt! Das Level hat's echt in sich. Was soll ich gesagt? Naja.
Ich hab keine Karte. So. Du kannst dir deine Karte sonst wo stecken. So, ich klau mir einfach deinen Fahrschein. Okay. Ist der Körper sicher versteckt? Ja, sieht ganz gut aus. Aber unser Offset zeigt was anderes an, aber ich scheiße jetzt mal unser Offset und knipse einfach mal dieses Licht hier noch raus. So, das müsste glaube ich reichen. Ah, dieses Licht hier. Also, das hat hier den ganzen Helldingsbums produziert. So. Let's go weiter. Flexible Optik, was ist hier? Also, total unnötig geil. Wir sehen es ja, was hier ist. Irgendwie peinlich gerade eben. Naja. Was ist hier? Ein kleiner Gang, sag ich mal. Okay, hier kommen wir nicht vorbei. Schloss klemmt, mal wieder. Echt toll. Bei Züge sollten die Schlösser nie klemmen. Falls ein Notfall oder so ausbricht, dann ist es sehr ungeil, wenn ein Schloss klemmt. Naja, wir sind hier in Frankreich. So, aber... was hat denn das mit Frankreich zu tun? Egal. So, hier geht's weiter. Total unsicher, was der gerade macht, der Sam. Hey Sam, leg dich doch mal hin. Oh, ich würde mir das nie im Leben trauen, sowas. Echt mutig, wenn man sowas in Real macht. So, wo geht's denn jetzt lang, ey? Ist ja bestimmt irgendwo vorbeigelaufen, oder? Nee. Flexible Optik. Oh Gott! Geh weg! Geh weg! Ich will nicht! Geh weg! Du gehst jetzt weg, ja? Geh weg, sagte ich. Gut, geh raus! Ja, verpiss dich! Okay, jetzt riskieren wir es. Ich mache mir hier ein Safe State. 3-1, nee, 30. Jetzt riskieren wir es. Ab geht's nach oben. Eine neue Komplikation. Oh Gott, der hat uns entdeckt. Ach nee, sind ja wir. Dexter alias Soth zum Kauf der Zugtickets benutzt hat. Wo ist das Problem? Er hat 2 Sitze im Kurswagen reserviert. Scheint, als hätten sich die Terroristen unter die Zivilisten in der 2. Klasse gemischt. Aber du bewegst dich auf engem Raum. Ich würde keine Toten riskieren. Die Situation kann schnell außer Kontrolle geraten. Auf jeden Fall, wenn wir entdeckt werden zumindest. So. Bei diesem Level kann man sich sehr leicht erschrecken. Habe ich so das Gefühl. Okay, schauen wir mal auf der Französischen. Hey, nimmst du irgendwas? Wovon? Du weißt schon, von der Ladung. Schnauze. Was denn? Hier ist keiner, der... Diese Leute interessieren mich nicht, aber wenn der Boss uns quatschen hört, verlässt keiner von uns diesen Zug lebend. Okay, wir dürfen niemanden töten. Scheiße. Könnten wir die vielleicht nicht einfach aus dem Waggon schmeißen? Naja. Ach, Kacke. Ich frage am besten die französische Karte, wie es weitergeht. Okay. Das ist hier die Fahrroute von Paris nach Nizza. Weit zu gut. Helfen. Oh, ich habe echt Angst vor dem Level. Ich kann noch nicht sagen warum. Das hat irgendwie eine unheimliche Stimmung, dieses Level. Ich hätte mal heraus denn. Ne? Ist ja nicht so besonders gefährlich. Du turnst ja gerne so irgendwo rum. So, halt dich da fest, genau. Und los geht's. Oh Gott, wenn jetzt ein Zug kommt, sind wir im Arsch. Ah! Ja! Okay, der darf uns nicht sehen. Das wäre ziemlich ungeil, wenn der uns jetzt entdeckt. Geh weg. Geh weg. Du sollst weggehen. Nein. Hey, da ist eine. Da ist eine nackte Tusse hinter dir. Ja gut. Dreh dich ruhig weit um. So, jetzt so gut. Safe State. Ey, Quatsch. Quick Safe. Lalalalalalala. Fuck. Schau woanders hin. Hey, schau, da ist ein Mann. Du bist auch eine Frau, oder? Ja, also, schau, da ist ein nackter Mann. Schau gut hin. Verdammt. Okay, machen wir hier wieder ein Safe State. 3-1. Schau woanders hin, bitte. Ich kann dein hässliches Gesicht nicht sehen. Gut. Schnell. Schnell. Nein. Upsa. Wir werden angegriffen.
Kann passieren. Das war herzlich erschrocken, das Sam. Oh Mann. Er ist wegen dir ist Sam gestorben. Schau bloß hier aus dem Fenster, sonst stirbt, bricht ein Weltkrieg aus. La 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 la. Aha. Gut. La 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 la. Schau nicht aus dem Fenster, sonst kriegst du auf die Fresse. Okay, gut. War ja gar nicht so schwer. Hoffentlich kommt jetzt nicht noch hinzu. Ja. Kein Kommentar. Ah, wo geht's denn jetzt lang? Ach, da ist eine Tür, zum Glück. Ah, was würde Sam jetzt tun, wenn hier keine Tür wäre? Er würde wieder zurückgehen müssen. Und nochmal dieses lustige Spielchen mit den Fenstern machen müssen. So, hab eine coole Idee. So, öffne die Tür und gehe rein. Gut, safe. Gut, jetzt sind wir hier vorbeigekommen. Brandons Kumpel bei der CIA haben uns geholfen. Soths rechtes Bein ist künstlicher als das von Lee Majors. Offensichtlich hatte Soth Streit mit einer Landmine. Was machen wir jetzt? Öffne die Tür. Monsieur, Sie haben Ohrstöpsel bestellt? Was? Tut mir leid, aber ich konnte keine finden. Wenn Ihre Nachbarn wieder laut werden, rufen Sie mich einfach und ich werde Sie bitten, ruhig zu sein. Ach scheiße, wer kommt her? Es tut mir wirklich leid. Oh, hatten wir ein Glück, ey. Boah, dieses Level, das geht voll auf die Nerven. Puh. Okay. Nein! Er dreht sich um. Okay, jetzt können wir es riskieren. Psst, halt die Klappe her. So, Licht aus. Ich muss irgendwie den Dingsbums da ausschalten, der immer so rumgeht. Naja. Die können wir zulassen, solange da nichts ist. Flexibel Objekt, was ist da? Ein Typ mit einem Handy. Okay, den lassen wir mal in Frieden. So, was ist hier? Hallöchen. Na, wie geht's dir? Hallo, wach auf. Du sollst aufwachen, Mensch. Okay, safe state. 3, 2, also 32. Aufwachen, Poindexter. Sagen Sie mir zuerst, wer Sie sind. Ich bin's, Uncle Sam. Ich will aber prüfen, ob Sie noch für die Guten arbeiten. Warum sollte ich Ihnen vertrauen? Soll ich Ihnen Ihr Geburtsdatum verraten? Schon gut. Was machen Sie hier? Wenn meine Männer uns überraschen, sind wir beide tot. Dann erzählen Sie mir schnell, was Sie über Sadono wissen. Ein Agency-Auftrag. Der Generalstab wünscht militärische Präsenz in Indonesien. Ich war Teil des Plans. Mehr kann ich nicht sagen. Wer ist Ihr Agentenführer? Clifton Finch. Was ist mit dem Tieftemperaturtechniklabor? Sir? Was denn nun schon wieder? Ein Anruf für Sie. Bleiben Sie da. Und kein Laut. Ja, ja, ist schon gut. Hey, hey, du hast die Tür... Mama hat die Tür aufgemacht. Halt's Maul. Entschuldigen Sie. Wer ist es? Ist die Verbindung sicher? Wir haben den Chip... vor einer Stunde ausgetauscht. Gut. Lass uns in den Speisewagen gehen. Ich möchte hier nicht sprechen. Er hat mich über seinen Agentenführer belogen, oder? Ja. Finch ist seit 16 Monaten krankgeschrieben. Höre den Anruf mit dem Lasermikro ab. Soft-Tarnung muss vorerst intakt bleiben. Fischer, wir brauchen diesen Anruf. Ah. Ich wette, dass er mit Sadono spricht. Keine Panik! Scheiß Countdown, ich hasse Countdowns. It's the final countdown. Ach Mensch. I hate this fucking piece of Countdown. So, safe. So, wo ist das Laserdingsbums? Hier. Hängt von unserer undichten Stelle bei Mossad ab. Ich weiß nicht. 80%, vielleicht 90%.
Ich habe ein schlechtes Gefühl, was den Zug betrifft. Ich glaube, unsere Tarnung ist hin. Bleib dran. Nein, es ist nur so ein Gefühl. Ich glaube, dass wir abgehört werden. Ach was, das willst du nein. Mach schnell. Shinbet. Machst du Witze? Bei Mossad hatte ich schon meine Zweifel, aber... Natürlich, sicher. Du solltest immer davon ausgehen, dass sie wissen, was du treibst. Noch 4 Tage, dann bist du unverwundbar. Es ist nicht vernünftig, jetzt zu reden. Ich muss den Zug verlassen. Nein, kann ich nicht. Nicht möglich. Selbstverständlich, bis zum nächsten Mal. Gute Arbeit, Fischer. Grimm? Ich arbeite daran. Ich konzentriere mich auf den Mumbai-Text. Das neue Übersetzungsprogramm wird eine Weile brauchen. Na komm, dir Zeit. Da. Springfield-Exempel, mindestens 80% Todesopfer. Custer wäre stolz. Was zur Hölle hat das zu bedeuten? Nichts Gutes. Was ist damit? Könnte heißen, tägliche Anrufe, um die Freisetzung zu verschieben. Das Programm ist noch nicht ganz ausgereift. Okay, wir haben genug, um arbeiten zu können. Rauf aufs Dach, Fischer. Wir holen dich da raus. Ach was, das ist doch viel zu schnell schon. Ja, geh weg. Tür zu. Tür zu. Tür zu. Tür zu. Tür zu. Gut. Da ist aber noch jemand. Hey, ihr habt euren Kollegen allein gelassen. Nicht gerade klug. Naja, nehmen wir die Pistole wieder. Oh je, wie schalte ich den jetzt aus und jetzt leckt's? Ah, doch nicht. Ich hab ne Idee. Ich hab ne echt neue Idee. Ich glaube, ich probier's mal mit Pfeifen. Ich überrasch den einfach. Hab dich. Wir haben Besuch. Nein! Unsere Tarnung ist aufgeflogen. Wir müssen raus aus dem Zug sofort. Okay. Leise. Nein, da ist niemand. Da ist echt niemand. Warum kommst du her, wenn ich dir jetzt sage, dass niemand ist? Geh weg. Dreh dich um. Habe ich denn Halluzinationen? Ja, hast du. Hallöchen. Na, wie geht's dir denn so, hm? Irgendwie sage ich das immer, wenn ich jemanden an der Leine hab. Naja, gute Nacht. So, fühl dich geehrt, ich hab dich direkt nahe der Kabine niedergeschlagen. So, ich nehme mal mit. Ach komm, jetzt leck mich doch am Arsch. Leck mich doch am Arsch. Okay, jetzt geht's wieder. Hoffe ich zumindest. Wahrscheinlich, weil ich Nachtsicht anhab. So. Ja, wenn ich Nachtsicht anhab, fängst du ein bisschen zum Lecken an. Oder? Ne, es fängt auch so zum Lecken an. 5 Krampf, ey. Ich habe jetzt auch keine Lust zu lesen, weil wir sind eh fast fertig mit dem Level. Ach Mensch. Ich habe vergessen, ein paar Anwendungen zu schießen, bevor ich angefangen habe aufzunehmen. Naja. Wir haben Besuch. Unsere Tarnung ist aufgeflogen. Wir müssen raus aus dem Zug sofort. Ah, fuck. Wie sieht es mit Gewaltanwendung aus? Entweder du oder sie. Yay. Ich konnte die bis jetzt entdecken. Ah, da kommt jemand. Okay. Ich kann mich hier mal verschanzen. Ach, komm. Was hast du für eine unfaire Waffe? Ich habe nur eine Pistole, ey. Scheiße, Weisheit. Komm her. Komm her! Ich bin hier! Okay, kann ich dir deine Waffe irgendwie abnehmen? Nee, leider nicht, schade. So, wir sind jetzt im Maschinenraum. Ach, verdammt! Das Glas klemmt. Sehr ungünstig jetzt. Ah, was ist das? Na, das können wir später nehmen. Wenn es später geben wird. So, hier geht's nach oben. Das Level war wirklich ziemlich kurz. Ah. Renn, Sam, renn!
Na los, Sam! Nein, nicht rollen! Brenn! Sie schießen auf dich! So, spring auf! Na los! Ah. Okay, geschafft! Mission erfüllt! Hesperia Bahngesellschaft, Paris nach Nizza, Frankreich, 2. April 2006, 22.40 Uhr. Die auf Sauls Laptop sichergestellten Informationen geben Hinweise auf einen sogenannten Springfield-Exempel. Es handelt sich offensichtlich um einen groß gepflegten terroristischen Anschlag auf dem Boden der Vereinigten Staaten, der auf dem Boden der Vereinigten Staaten verübt werden soll. Sauls konnte unbehelligt in Richtung Jerusalem weiterreisen und bis zum nächsten Part.